Da bin ich ja mal gespannt, wie das schmeckt. Das riecht so gut, das glaubt ihr gar nicht. Ein leckeres Süppchen mit exotischer Note köchelt heute in den Töpfen der Küche von Fein Fein Schmeckt. Buntes Gemüse und der Duft von Zitronengras stimmt uns fröhlich und verspricht einen ganz besonderen Geschmack. Und dann? Lecker! Hallihallo und herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Heute mit einem leckeren Süppchen. Und ich hoffe natürlich, euch geht's gut und ihr seid auch nicht an der Grippe schon erkrankt oder irgendwas, was man ja mir nicht erspart bleibt im Winter. Aber man kann was dagegen tun, indem man frisch und lecker kocht. Und zwar zum Beispiel diese Suppe hier, das ist eine Thai Chicken Kokossuppe. Da ist Zitronengras drin und Chili und so. Und diese Kombination, die ist herrlich. Und die Zutaten, die zeige ich euch gleich. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Chicken. Und zwar sind das 200 Gramm Hähnchenbrust. Dann ein paar Champignons. Und die Champignons, die sind auch immer ein bisschen schmutzig. Und die soll man nämlich nicht waschen mit Wasser. Drum gibt es da in jedem gut sortierten Haushalt, hat man eine Gemüsebürste. Dann können wir nämlich hier etwas putzen. Nee, natürlich nicht. Ich weiß schon. Bin ein bisschen eklig, aber die ist natürlich neu. Die habe ich extra gekauft, weil ich euch ein bisschen veräppeln wollte heute. Lustig, ja. Nee, aber es gibt wirklich Gemüsebürsten. Ich habe auch keine. Ich muss mir die mal zulegen. Ich nehme mal ein bisschen Zewa, ein bisschen Papier und mache die sauber. Geht auch. Ja, dann brauchen wir ein bisschen Kokosmilch, ca. 400 ml aus der Dose. Dann 400 ml Gemüsefond oder Gemüsebrühe. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz, ein bisschen Ingwerpulver, dann habe ich hier eine Limette, eine Handvoll Erdnüsse, einen Esslöffel Kokosöl zum Braten und eine scharfe Chili brauchen wir natürlich, weil unsere Suppe soll ein bisschen scharf sein, weil es ist natürlich auch sehr gut. Im Winter schärft das Ganze dann das auch so ein bisschen im Hals die Bakterien ab. Das ist ja auch gut gegen Erkältungen zum Beispiel, weil es Keime abtötet. Dann habe ich zwei Zitronengräser, ein bisschen Koriander, das sieht ja aus wie glatte Petersilie, ist aber keine. Und drei Frühlingszwiebeln und ein Stückchen Ingwer. Und dann würde ich sagen, ich schnippel jetzt mir wieder alles klein. Ihr guckt ein bisschen zu, kriegt ein bisschen schöne Musik auf die Ohren und wir sehen uns dann gleich am Herd zum Kochen. Jetzt können wir dann schon loslegen. Und zwar als allererstes gebe ich jetzt dann mein Kokosöl in den heißen Topf. Und darin braten wir dann Ingwer, Chili und die Frühlingszwiebeln etwas an. Das riecht ganz anders als sonst, wenn wir was anbraten mit Zwiebeln. Da riecht man richtig schön das Kokosöl. Das Kokos dann gibt schon eine sehr angenehme Note der ganzen Suppe. Darauf kommt jetzt dann die Kokosmilch und der Gemüsefond. Und dann legen wir auch die Zitronengräschen mit rein. Hätte es vielleicht mal schneiden sollen, ich Kracher, echt wahrscheinlich besser gewesen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Es tut mir sehr leid, das passt nicht in den Topf. Ich brauche jetzt noch mal ein Messer. Geben Sie mir mal ein Messer bitte aus. Mein Messerblock, das schneiden wir jetzt noch ein bisschen an, weil das geht so nicht. Schaut mal, da schneidet man das einfach ein bisschen durch. Zack, und schon passt rein. Jetzt haben wir da soweit alles drin. Jetzt muss das Süppchen so ein bisschen köcheln und zwar nur 5 Minuten. So, jetzt sind gleich 5 Minuten rum und dann müssen wir das Fleisch und die Champignons reingeben. Würzt noch ein bisschen mit Salz, Pfeffer und Ingwer und dann muss noch mal 10 Minuten kochen, dass das Fleisch schön durch ist. 10 Minuten sind jetzt um, unser Süppchen ist fertig und jetzt müssen wir es noch ein bisschen abschmecken und der Zitronen- bzw. Limettensaft muss ja auch noch rein. Jetzt nehme ich mir erstmal einen Löffel und schaue erstmal, wie es jetzt schmeckt. Ob wir noch irgendwas dran machen müssen vielleicht. Oh, sehr scharf im Abgang. Echt nicht schlecht. Aber ich würde schon noch ein kleines bisschen Salz, ein bisschen Ingwer reingeben und dann natürlich erstmal die Zitrone. Und dann schauen wir mal, beziehungsweise ich sag mal, Zitrone ist eine Limette, Mensch. So, und jetzt brauche ich nochmal einen neuen Löffel. So, mal gucken.
Fein, ist echt wirklich super, super lecker. Und dann müssen wir jetzt dann noch hier rausfischen, die Zitronengrasstänglein, die bleiben nämlich nicht drin. Die nehmen wir jetzt noch raus und dann können wir schon anrichten. Und ich freue mich jetzt schon so richtig auf diese schöne Thai-Chicken-Kokossuppe. Ja, und dazu habe ich einen dunklen Teller. Das schaut immer ganz nett aus, wenn die Suppe dann ein bisschen heller ist. Machen wir es auf einen dunklen Teller. Dann habe ich hier auch noch ein bisschen Erdnüsse. Die habe ich mit dem Mörser so ein bisschen angehackelt. Angehackelt ist auch geil. Gibt es das Wort eigentlich? Nur ein bisschen angestoßen. Also nicht ganz zerreiben. Nur ein bisschen, dass sie nicht ganz sind und etwas geschmeidiger auf der Suppe dann. Den Koriander, den habe ich ein bisschen angehackt auch. Gar nicht so klein. Ja, und das kommt dann nämlich dann drauf aufs Hübsche. Und das tun wir jetzt auf den Teller. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie das schmeckt. Das riecht so gut, das glaubt ihr gar nicht. Und jetzt können wir es uns richtig schön schmecken lassen, denn so ein Süppchen ist natürlich im Winter immer gut und es wärmt uns von innen und es ist auch noch gesund. Und das Allerwichtigste, es ist selbstgemacht. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich eine schöne Woche. Wir sehen uns ja jetzt immer zweimal. Am Mittwoch zum kurzen Feierabendrezept und am Sonntag machen wir immer ein bisschen was Längeres. Obwohl es ja heute eigentlich auch nicht gar nicht lange war. Denn ihr habt gesehen, Viertelstunde kochen, fertig und lecker und kommt auf die Playlist von den leckeren Suppen für den Winter. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch was. Kommt gut durch den Winter, auch wenn wir uns zwischendrin öfter sehen. Aber der Winter ist schon noch ein bisschen lang. Aber mit solchen Rezepten kann es uns natürlich gelingen, dass wir nicht krank werden. Also bis dahin, ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao, ciao, eure Joanna.